Reparieren. So, ich werde jetzt erstmal hier meine Rüstung reparieren. Ja. So, jetzt ist die wieder komplett. Und Station verlassen. Passt erstmal. Hauptsache, die ist komplett. Waffenwerkbank. Nimm's Marci nicht übel. Sie verarbeitet den Verlust auf ihre Die eigene da. Art. Ah, die da. Die da. Also Objekte und Gebäude an ihr bauen, anpassen und entfernen. Und dann Werkstatt finden. Okay. Okay. Möbel, Betten brauchen wir. Ach so. So. Betten. Schlafsack. So. Ich glaube, das müsste ja fast tun. Okay. Muss das Geld verlassen, alles klar. Eins dieser Häuser eignet sich bestimmt als Schlafplatz. Ja, schon klar. So, muss ich erstmal gucken. Was ich da. Ja. Globus, Aschenbecher, Babyrassel. Käferrüssel, okay. Mal gucken. Jetzt kann ich wenigstens wieder rennen. Jetzt gucke ich mal, ob wir hier ein paar Gebäude haben, die in sich zusammengefallen sind, wie das hier zum Beispiel. Ist nur die Frage, wie reiße ich die ab? Kommt der Ball her? So. Touren. Grundbedürfnisse zufrieden. Okay, also muss ich jetzt mal gucken, wie ich was esse.
Lassen. T-Level. Ich habe jetzt 3 Level-Ups gemacht. Beweglichkeit stärkt. Und einen Punkt habe ich, glaube ich, noch. Ich versuche mich nützlich zu machen. Niemand will einen erwachsenen Mann im Selbstmitleid ertrinken sehen. Muss dafür im Baumodus sein. Zerstörtes Haus. Ja. Ja. Ah, so einfach. Okay. Haben wir hier nicht noch irgendwo ein zerstörtes Haus? Das hier, ne? So. Da ist Cotsworth. Alles klar, also räumen wir jetzt hier erstmal ein bisschen auf. Und steigern hier auch erstmal die Moral. Kann ich da hinten auch nochmal ausliegen? Bringt uns alles Stahl, was wir ganz dringend benötigen. Okay, also ich kann hier jetzt richtig aufräumen. Ich finde das ja geil. Ich finde das so genial. Nee, weiß nicht, wofür ein Briefkasten brauchen, aber egal. Ja, Mensch. Wir möbeln die Stadt hier wieder auf. Braucht ja sowieso keiner hier. Ich bin jetzt einfach mal so frei und verwerte hier alles, was wir so ganz spontan nicht brauchen. In der Hoffnung. Echt unendlich viele Möglichkeiten hier. Schade, das Ding kann man nicht verwerten. Na egal. Kann man auch ein Auto verwerten? Braucht ja eh keiner. Wir brauchen auf jeden Fall echt Stahl.
Wenn wir die Betten und so weiter bauen wollen. Auch ein zerstörtes Haus. Können wir auch verwerten. So. Achso. Die Viecher sind hier trotzdem noch interessant. Das Viech greift mich nicht an. Das finde ich gut. Okay. Was ist? Huch, Blattmehl ist ja auch noch dabei. Klar. Cool. Wo kriege ich jetzt den Stoff her? Eine andere gute Frage, ne? Jetzt in die Häuser hier rein. Okay, wir suchen jetzt irgendwie Stoff, Betten. Sowas in der Art. Kann ich nicht aus den Dingern, aus den Sesseln Stoff beziehen oder so? Warte mal, wir müssen nochmal zum Baumenü zurückgehen. Zu der Werkbank. Mal gucken, wie wir dann an Stoff bekommen für die Betten. Muss ja irgendwie machbar sein. So. Möbel, Betten. Ach so, jetzt traf ich das. Kunstkerze, das weiß ich, um echt zu sein. Ich würde es gerne machen, aber ich glaube nicht, dass das so eine gute Idee wäre. Na und jetzt hin? Abbrechen. Okay, also ich muss jetzt erstmal gucken. Jetzt sowas hier auch bewerten kann. Ich guck mal, ob es da Stoff gibt. Ja, Tatsache, gibt Stoff. Ja, ach komm. Alles einmal verwerten hier. Ja, ich muss echt wegen dem Ingame-Radio, da muss ich mich jetzt nochmal schlau machen, wie das da ist, ob ich das dann überhaupt nutzen darf. Ich weiß es, um ehrlich zu sein, nicht. Und deswegen lasse ich es auch, denke ich, erst einmal. Oh, Heizung brauchen wir nicht. Wir müssen ja hier ein bisschen Platz schaffen für die Betten. Ah, die lasse ich stehen. Haben wir noch ein bisschen Licht. Gern. Den Stuhl unterm Arsch ziehen, aber ich glaube, das ist gut. Ja, nee, ich glaube, dann darf ich es leider nicht nutzen. Wäre zu schön gewesen. Ich muss das Gebet verlassen. Mal kurz gucken, ob hier irgendwas ist. Ah, da. Ah, klar. Ja,
alles nehmen. Nee, also wenn das wirklich alles Original-Songs sind, ich hatte es jetzt für einen kurzen Ahnung aus Unwissenheit. Will ich mal hoffen, dass da nichts passiert. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob ich immer so die Zeit finde, das zu streamen. Wenn ich mir jetzt sicher sein würde, könnte, dass ich Fallout 4 nur streame, dann glaube ich, wäre das nicht so das Problem. Wobei ich weiß nicht, wie die GEMA das dann sieht. Jetzt ist sie weg. Ob es da nicht auch schon Probleme geben könnte. Ist ein bisschen schade, weil es irgendwie zum Spiel dazugehört, so ein bisschen. Aber gut. Was soll's. So, die Küche lasse ich jetzt erstmal noch so stehen. Jetzt haben wir hier ein paar Räume, womit ich dann ein paar Betten uns bauen kann. Oder mir und den anderen bauen kann. Ja, ich weiß, ich habe es ja in dem Twitch-Stream auch schon gesehen, dass der echt lustig ist. Aber Cyril, wenn ich das jetzt nicht hochladen würde, dann könntest du dir das zum Beispiel nicht ansehen, nicht lagfrei. Und das finde ich halt auch irgendwie wieder schade. Aber ich muss mal sehen, was ich mache, wie ich es mache. Ich bin mir da noch echt unschlüssig. In diesem Stream, denke ich, werde ich es jetzt einfach lassen und nicht nutzen. Damit mir das einfach offen bleibt. Oh, passen die schon überall rein irgendwie. So. Jetzt habe ich auf jeden Fall ein paar Betten gebaut. Huch, ist das nebelig. Warum ist denn das so nebelig? Das ist eine sehr gute Frage. Ey, was gehen die in mein Haus rein? Haben da nichts zu suchen. Okay, ist auch irgendwie ein kleiner Bug hier drin. Ich höre hier jemanden werkeln, aber dabei passiert hier nichts. Bäh. Was ist das denn für eine Suppe? Also meine Moral ist auf jeden Fall nach oben, Essen und Wasser brauche ich, aber ich verstehe das nicht. Ja, da muss ich dann echt mal gucken, wie das ist, weil das Problem ist, wenn ich das tatsächlich auf YouTube hochlade, viele haben da mittlerweile echt was gegen mit der Musik. Ich kann bei YouTube selber YouTube-Musik einfügen wohl, ich weiß nicht, ob ich die auch runterladen kann vorab und die so nutzen kann, dann könnte ich sie über einen Musikplayer im Hintergrund spielen. Dann haben wir halt den lustigen DJ nicht.